Heute das 1-Stunden-Special. Daumen nach oben dalassen. Was geht ab, meine lieben Freunde? Euer Uni hier und herzlich willkommen zum nächsten Spider-Man Let's Play. Ja, Freunde, nächste Folge ist heute am Start. Und ich muss euch eins sagen, gleichzeitig zu dieser heutigen Spider-Man-Folge geht die erste Folge von The Walking Dead online. Ich weiß noch nicht, ob es schon gekommen ist oder ob es noch kommen wird. Lasst euch überraschen, Freunde. Aber auf jeden Fall wird es jetzt wahrscheinlich mit 2 Videos pro Tag hier weitergehen mit The Walking Dead und Spider-Man. Und da muss ich sagen, The Journey wird leider danach kommen, weil ich kann nicht 3 Videos an einem Tag auf diesem Kanal hochladen, dazu noch streamen und FIFA-Videos hochladen. Das ist unmöglich, Leute. Ich bin, wie gesagt, keine Maschine. Es ist schon echt anstrengend für mich, 2 Videos auf dem Kanal pro Tag hochzuladen, dazu noch zu streamen, FIFA-Videos. Aber ich versuche, alles unter ein Dach für euch zu bekommen, weil ihr euch diese Spiele einfach so sehr wünscht. Und deshalb versuche ich das auch umzusetzen. Deshalb, Leute, lasst mal einen dicken Supporter-Daumen nach oben, genau jetzt an dieser Stelle. Da würde mich auf jeden Fall freuen. Und jetzt, bevor es weitergeht, gehen wir erstmal natürlich wie immer auf ein paar Kommentare ein. Und zwar hat mir jemand, nämlich der German Dude, falls du das siehst, hat mir einen sehr geilen Kommentar geschrieben, weil ich bin ja momentan am Überlegen, wo ich streame, und da hat er mir mit diesem Kommentar auf jeden Fall sehr geholfen. Er hat gesagt, ich weiß nicht, das hat nicht viel mit diesem Video zu tun, aber überleg dir gut, wo du in Zukunft streamen wirst. Du musst dir selber sagen, ich werde dort oder dort streamen, und du musst hinter der Entscheidung stehen. Daher nimm dir die Zeit, probier aus und entscheide, was du am besten findest, wo du dich am besten mit identifizieren kannst. Ist ja logisch, dass die Leute auf YouTube eher YouTube sagen. Ich meine, habe selber keinen Twitch, daher würde ich auch eher YouTube sagen. Aber hör nicht auf die Leute, da es deine Entscheidung ist und du musst dich mit der Entscheidung wohlfinden. Du musst selber zu dir sagen können, das war die richtige Entscheidung. Wie gesagt, nimm dir die Zeit und denke wohl überlegt nach. Wir wissen, du wirst die richtige Entscheidung am Ende treffen. Ja. Das ist eine gute Entscheidung. Ich bin ja momentan sehr viel am Ausprobieren. Ich habe ja hier gestern auch auf dem Kanal Fortnite gestreamt und das gleichzeitig auf Twitch restreamt. Das habe ich gemerkt, das war nicht so cool. Aber ich muss meine Erfahrungen sammeln und gucken, wo ich am Ende streamen werde, Leute. Und ich weiß, dass die meisten von euch mir sowieso zuschauen, egal wo ich streame, ob Twitch oder YouTube. Deshalb muss ich mich dafür eine Sache entscheiden, definitiv. Und dann hat mir jemand noch geschrieben, ob ich die Folgen früher hochladen kann. Ich versuche mein Bestes, Leute. Wenn mal eine Folge um 21 Uhr kommt, dann seid mir bitte nicht böse. Hauptsache, sie kommt an dem Tag. Das ist mein Ziel. Und wie gesagt, The Walking Dead kommt jetzt auch noch gleichzeitig dazu. Und ja, Freunde, wie gesagt, heute die letzte Aktion von meinem Sponsor Level Up. Wie gesagt, checkt das aus. Ihr bekommt 3 Dosen zum Preis von 2 mit dem Code 3 für 2. Klickt auf den ersten Link in der Videobeschreibung. Ich kann euch das Ding hier nur empfehlen. Schmeckt super. Ihr werdet es nicht bereuen, glaubt mir. Und wenn es euch nicht gefällt, müsst ihr es nicht nochmal bestellen, Leute. Nur eine kleine Erinnerung dazu. Und dann hat einer, der Kerzem, einen Kommentar geschrieben. Den werde ich jetzt nicht genau vorlesen, aber er hat mir gesagt, dass er mich seit 2013 schaut, immer hinter mir steht, und er hat eine Krankheit namens Diabetes Typ 4, glaube ich, das eine sehr, sehr seltene Diabetes Typ Art ist, die noch nicht richtig erforscht wurde, und ich ihm mit meinen Videos immer sehr viel Mut zuspreche, ihn motiviere, und sowas zu lesen, das berührt mich auf jeden Fall. Also fühl dich gegrüßt, mein lieber Kerzem, du wirst das schon hinkriegen mit deiner Krankheit, ich unterstütze dich da auf jeden Fall so gut ich kann. Und ja, der letzte Kommentar, wie gesagt, war ja mit der Journey, dass ich das zurzeit nicht bringen kann. Aber ja, wir machen jetzt weiter. Letzte Folge war krank gewesen. Wir haben auch unseren neuen Anzug hier am Start, Leute. Und jetzt machen wir weiter mit Spider-Man. Gestern waren wir ja in dieser anderen Welt gewesen, Alter. Das war zu krank da, ne? Mit diesen, boah, das war so heftig, wo die ganze Stadt unter Wasser war und sowas. Und ich habe jetzt einfach Bock. Ich will weitermachen. Ich will dem Affen da auf die Fresse hauen, Alter, dem Scorpion. Aber ich habe Tante May seit dem Brand nicht mehr gesehen. Deine Halt bei Feast sollte drin sein. Ja, genau, kleiner Halt bei Fiesball. Sieht ein bisschen aus wie Venom so teilweise, ne? So, ich finde dieses Blau mega geil. Findet ihr nicht, Leute? Guckt euch das mal an. Das sieht schon monströs aus, dieser Anzug. Ich feiere den abnormal. Guck mal, dieses Blau. Heftig. So, wir gehen jetzt mal zu Sables. Zu Sables sage ich schon, zu Fiesk. Und dann gucken wir uns mal an, wie es unserer Tante geht, ey. Scheiße, Alter. Weißt du, letztes Mal die Tante einfach Blut gespuckt und so eine Scheiße, ey. Mann. Wir müssen gucken, dass wir alles wieder ins Gleichgewicht kriegen. Dass wir Octavius aufhalten. Hier drüben hin. Bis Miles zurückkommt, können wir nur weiter Essen verteilen. Oh, Peter, wie schön, dich zu sehen. Wie geht's dir? Gut? Mir geht's gut. Was ist mit dir, May? Gut. Viel zu tun. Oh, lass mich gehen. Scheiße. Vorsicht. Ich bin okay. Hattest du mir nicht mal gesagt, ich müsse akzeptieren, dass ich auch nur ein Mensch bin? Du und Ben verwendet meine Worte meisterhaft gegen mich. Mir geht's gut, Peter. Nur ein bisschen müde. Wo ist Miles?
Kann er nicht helfen? Oh, er hilft. Er holt gerade Medikamente aus dem Hilfszentrum ab. Es ist erstaunlich, wie viel Antibiotika wir verbrauchen. Okay, du ruhst dich ein bisschen aus. Ich organisiere das Abladen und rufe Miles an. Abgemacht? Okay. Gib mir eine Chance, meinen Parker-Stolz zu heilen. Ich muss euch gleich was erzählen, Leute. Komm schon, Miles. Geh ran. Ich will mich nicht um dich und May sorgen. Meine Güte, Alter. Einer ist da verschollen, der andere da. Ich habe gerade außerdem vergessen, die Facecam von oben rechts auf unten links runter zu machen, weil ich habe vorhin The Walking Dead aufgenommen, Leute. Deshalb seid mir da nicht böse, falls ihr am Anfang jetzt ein paar Sachen oben rechts nicht gesehen habt. Ruhig, ruhig. Von wegen ruhige Kugel. Wir haben das ein paar Sträflinge geschafft. Sieht aus, als wäre hier ein explodierender Bulldozer durch. Hier, was weiter? Ach, braucht die Antibiotika. Scheiße, Alter, der braucht... Krass, sein Kopf, als der Große ihm eine verpasst hat. Oh Gott. Was ist das? Aber wir können das ja wieder hacken hier, ne? Wer ist da? Geschafft. Das macht das so Faxen. Und wir können durchziehen. Hadouk! Oh, sorry. Wir sind ja richtig motiviert, Alter. Über die Mauer komme ich wohl. Spring rüber. Da sind Medikamente in diesem Zelt. Komm. Das wäre ja perfekt. Hast du gesehen, wie der hier durch ist? Der ist wie ein Tier. Keine Antibiotika. Weiter so. Ja, der Typ ist so verrückt, beide ne? So. Gut, dass sie zu uns gehören. Er ist so verrückt, Alter. Dass er einfach schon sowas gut riskiert, schon ne? Das sind diese guten Menschen, Leute, wirklich auf dieser Welt. Das sind diese guten Menschen, ist einfach so. Und es ist gerade mit der Tante May so, ja komm, lass mich schon machen. Ihr geht's eigentlich scheiße und sie will trotzdem helfen. Und das sind auch immer so Beispiele, wo ich das auch teilweise mit meiner Mutter vergleiche. Zum Beispiel so, wenn, ey, was checke ich manchmal nicht, ne? Jetzt ist das nicht mehr so extrem, aber früher immer so, ja komm, ich trage schon diese 10 Kilogramm gefühlt schweren Wasserflaschen. So. Weil 6 mal 1,5 Liter sind keine Ahnung wie viel, 9 Kilo oder so. Und sie hat das immer hochgetragen. Ich habe gesagt, ich mach das schon. Nein, sie wollte das immer machen. So, wisst ihr, das ist immer dieses Mutterinstinkt. Und diese Tante May ist einfach auch so ein guter Mensch. Das merkt man hier einfach an, Leute. Die Frage ist, wo lang müssen wir? Das muss nicht weitergehen. Gib uns einfach Route und Zeitplan eurer Versorgung. Da drüben sind mehr Vorräte. Ich muss an denen vorbei. Ich mach schnell. Ich sehe ungern zu, wie Benson dich verfolgt. Mir schlecht. Warum wollen diese Supertypen unbedingt die Hilfszentren ausschalten? Digga, das ist Osborn zu tun. Sie wollen zeigen, dass er zu schwach ist, die Stadt zu beschützen. Digga, was machen wir, Alter? Wir müssen den irgendwie loswerden. Was machen wir? Wir alles behalten dürfen, was wir finden, ist mir das egal. Oh, fuck. Aber hallo, das Zeug ist auf dem Schwarzmarkt ein Vermögen. Komm schon, wir hier weiter rum. Nein. Hi, du. Haben die Sable-Typen gesagt, wo die Lager sind? Nein. Dreh dich um. Ja. Jetzt erledigt der Riese die Station im Alleingang. Fuck, mach das. Schnell. Ist das russische Blut, Mann. Macht sie verrückt. Das ist beleidigend. Meine Oma ist Russin. Nicht. Deine Oma. Bruder. Bruder, was eine Aktion. Seid mal ehrlich, Alter. Ich hab die auseinandergenommen. Wo sind die denn bloß? Ich sollte Spion werden, Alter. So krass, wie ich die auseinandergenommen hab. Ich bin noch Scharfschütze, Alter. Was soll ich denn da machen? Kann ich den auch ausschalten? Digga, warum zieht der überhaupt hier hin? Ohne Sinn. Das macht gerade gar keinen Sinn für mich, ne? Wieso zieht der da oben hin, Digga? Warum? Was denkt der denn passiert hier? Ja, schnell. Oh Gott, Alter, war das knapp. Sag mal ehrlich. Ich bin einfach auf Glas getreten, ey. Der hat mich fast gesehen. Ja, Vorräte. Mein Gott, der ist so dumm, dieser Miles. Warum macht er das? Komm schon, sei richtig. Amoxicillin. Perfekt. Ah! Oh, ein echt großer Mann. Scheiße, Alter. Einfach Rhino hier am Start. Da ist der explodierende Bulldozer. Rhino will ja aus seinem Anzug raus und der Octavius hilft ihm dabei. Pläne. Sofort! Jaskazal! Jaskazal, Lucha-Billet! Ach du Scheiße. Entschuldigung. Gar nicht gut. Mein Partner ist unelegant. Die hohe Kunst der Überredung ist ihm fremd. Ach, Scheiße. Das wollte ich nicht sehen. Digga, renn weg. Nimm die Scheiße und renn weg. Nimm die Kacke und hau ab. Nein, ey, Miles.
Miles, nein. Was war das? Schau nach. Los. Oh nein. Digga. Fuck, Alter. Hab mich nicht gesehen. Zeit zu verschwinden. Oh. Oh mein Gott. Fuck. Das endet Fuck. Hier. Oh mein Gott. Alter. Habt ihr gesehen, was der anstellen wollte mit Miles? Habt ihr das gerade gesehen? Hab mich nicht gesehen. Zeit zu verschwinden. Oh Gott. Wer ist da? Komm, zeig dir! Hab keine Zeit für sowas! Der Tunnel. Vielleicht kann ich drunter. Komm raus, Kleiner. Oh, man sieht mich, wenn ich ihn nicht ablecke. Hast du jetzt Spaß mit den Lampen? Ich hab gleich Spaß Komm, mit dir. Komm, runter, runter. Komm raus. Ganz normal mit dir. Oh mein Gott. Digga, ich würde durchdrehen, wenn ich mal als wäre. Oh mein Gott. Digga, ich wüsste nicht, was ich machen würde. Ich würde weinen, glaube ich. Wo bist du? Na? Was soll ich machen? Wo lang? Digga, ich bin am Arsch gleich, ne? Digga. Da drüber, darüber, darüber, hier. Oh, jetzt sind wir sicher, Alter. Wo ist der? Wo ist der? Ja, klar. Digga, das ist zu krass gerade hier, Alter. Wo ist der? Spiel keine Spielchen. Offen vorbei. Nutze Objekte. Nerv mich bloß nicht. Oh nein, oh nein, oh nein. Oh nein, oh nein. Abwarten. Du regst mich auf. Oh nein, Bruder, hau ab. Wow. Komm jetzt raus. Yalla, 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 yalla. Ich brauch das nicht. Ja, verpiss dich, dann lass mich einfach in Ruhe, Alter. Oh, knapp. Bist zu knapp. Du. Ich bin weit weg bis zum Ausgang. Stimmt. Kein Digga, warum sucht er mich die... Oh, oh mein. Bist du. Oh, oh Mann. Ich muss hier raus. Nicht verstecken. Digga, ist das ein Verrückter? Wenn ich dich finde, setzt es fast! Kommt ja. Hier. Mein Ausgang. Ich finde dich! Haiduk? Salut? Er könnte mir die Öffnung freimachen. Mach doch kaputt, Alter! Komm, renn dagegen, du Vollidiot, Alter! Genau so. Du scheiß Vollidiot, Alter. Ja, was für ein Idiot, Alter. Los, los! Oh mein Gott. Nein. Ist wie Fangen spielen. Ich hasse Fangen spielen. Der ein Glück, Alter. Meint ihr, es ist vorbei? Ich glaube, der kommt jetzt und hat den. Oder der Scorpion kommt. Der Scorpion kommt. Es ist noch nicht vorbei. Es ist noch nicht vorbei, ich sag's. Irgendwas passiert jetzt. Irgendwas passiert jetzt. Der hat ihn Gib uns deine Brieftasche. Hilfe! Hey, lassen die ihn! Oh Gott, die sind auch noch zu zweit. Großer Fehler, Kleiner. Wir dürfen Leute nicht so rumschubsen. Wie denn? So etwa? Haha, der hat echt Mumm. Hüfte ausrichten. Genau. Mach das, was Spidey dir beigebracht hat, mein Lieber. Was sagt er denn da? Gleich sagt er nichts mehr. Stark. Stark, Junge. Ist gar nicht mal so schwer, oder? Oh. Na, einmal probieren?
Alles gut, Kleiner. Ich denke jetzt sogar, ich bin so Mike Tyson, Alter. So richtiger Boxer, der sich mit allen aufnimmt. Da muss dringend was Cooleres her. Der hat den einfach ausgenockt, ne? Den einfach ausgenockt. Mann, hab versucht, dich zu erreichen. Alles okay? Hey, also, flipp nicht aus, aber ich muss dir dringend was erzählen. Junge, Junge, Alter, der Typ, ne, dieser Miles, Alter, der hat echt Eier. Also, dass er das einfach durchgezogen hat und da reingegangen ist, um die Medikamente zu holen. Heftiger Typ, Leute, seid mir ehrlich, Alter. Das mit Rhino, stell vor, ich wäre da, ich wäre, ey. Ihr wisst gar nicht, ich hätte mich, glaube ich, in diesem Tunnel einfach versteckt und gewartet, bis der irgendwie weggeht oder sonst irgendwas. Aber ich hätte mich niemals rausgetraut. Niemals, Leute. Ihr so genau nicht, Alter. Sehr gute Arbeit, Miles. Bleib nah beim Feast. Wenn die Sträflinge verzweifelt sind, greifen sie vielleicht das Asyl an. Ja, genau mein Gedanke. Wenn hier noch was passiert, melde ich mich. Super. Danke, Miles. Okay, Leute, perfekt. Das haben wir auch. Boah, Digga, schade, dass wir nicht mit Spidey da waren gegen Rhino, als ich den Rhino so gerne auf die Fresse geboxt hätte. Yuri, ich weiß jetzt, dass Rhino Oscorps Hilfszentren angreift. Ich glaube, ich weiß, welches das nächste ist. Es wurden ein Erdbeben und oder Verwüstungen im Harlem Center gemeldet. Klingt nach unserem Mann. Ich mache mich auf den Weg. Wie kommst du zurecht? Müde, aber ich halte durch. Wir stehen das durch. Nicht aufgeben. Jawohl, okay. Ich würde sagen, wir fliegen da jetzt auf jeden Fall auch hin, Leute. Aber 3000 Meter ist echt weit weg, deshalb würde ich sagen, können wir das Ganze diesmal überspringen mit dem Schwingen. Hey, MJ, was gibt's? Ah. Ist okay? Ja, ich gehe gerade aus Cops Akten durch. Hey, das ist völlig zusammenhanglos, aber weißt du noch, als wir mit Harry in Staten Island waren? Wegen der besten Pizza der Stadt? Ja. Oh. 10 Stunden unterwegs für schwarzen Toast mit kaltem Käse. Warum redest du vom Pizzamann? Ich hab das vergessen. Diese alten Oscorp Akten haben mich irgendwie an die Fahrt denken lassen. Harry war so aufgeregt wegen der Fähre. Ich musste daran denken, wie viel einfacher damals alles war. Keine Jobs, keine Superschurken. Wir konnten einen ganzen Tag für schlechte Pizza verschwenden, nur so. Und jetzt scheint die Welt zu zerfallen, wenn wir nur Pause machen. Ja, es ist hart, erwachsen zu sein. Aber ja, unsere Arbeit sorgt dafür, dass andere Kids auch Abenteuer auf Staten Island erleben können. Ich wäre auch gerne noch ein Kind. Sicherheit. Kreislauf des Lebens. Kreislauf schlechter Pizza. Ja, du hast recht. So sollte man das wohl sehen. Danke, Pete. Digga, was soll denn jetzt dieser Anruf, ne? Aber der hat wirklich recht, Leute. Also, ich weiß, das können viele nicht nachvollziehen, aber viele, die in meinem Alter sind, die jetzt auch gerade 23, 24 sind. So, keine Ahnung, früher war natürlich alles geiler, man, diese Schulzeit und so, man hatte sich um nichts Sorgen machen müssen, um absolut gar nichts. So, man hat einfach sein Leben gelebt, war mit seinen Freunden unterwegs und jetzt muss man sich um so viele Sachen Gedanken machen, ey, das ist schon krass. Aber ja, das Spiel versucht einem geile Werte auf jeden Fall zu vermitteln, das stimmt. Und Digga, hier war ich auch in New York. Digga. Ey, ich war ja schon in New York, wie gesagt, für einen Tag. Und die haben das einfach alles 1:1 nachgemacht. Überlegt euch das mal. 1:1 ist das New York. Meint ihr, ihr trefft mich? Nö. Nö, ihr trefft mich nicht. Ihr trefft mich nicht. Guck mal, jetzt gibt's einen geilen Schwung, Leute. 1, 2 und 3. Woo! Okay. Let's go, Alter. Wir sind angekommen. Ich habe so Bock jetzt auf diesen Bossfight gegen Rhino und gegen diesen scheiß Scorpion, Alter. Jawohl, da ist er. Thumbnail, Alter, das sah grad Papa. Boah, stark, wer hat das geschmissen? Spidey? Jawohl. Such dir jemanden in deiner Größe, Rhino. Gibt keinen in meiner Größe, Pauk. Oder lass uns doch einfach darüber reden. Ja, komm her, hä? Was soll das mit dem Team, Rhino? Hä? Bist du nicht ein Einzelgänger? Wow. Hier, Bruder. Bitte zum Zweck, Pauk. Alles ist nur Bitte zum Aha. Zweck. Digga, das ist so ein Vollidiot, Alter, hier. So ein Vollidiot ist das. Der Rhino ist so ein Vollidiot, ne? Der hat einfach nur Power und ist dumm. Wie die meisten Pumper, Alter. Die sind alle, genau sind alle stark, aber haben nichts im Kopf oder einen kleinen Schwanz. Eieiei. Klein Anzug. Was? Ja, als Maul, Alter. Verpiss dich, ey. Das ist doch eh keine Chance, mein Lieber, hä? Oh, wie süß, ey. Er hat mich getroffen. Oh. Hallo. Okay, das wird jetzt nicht so einfach, Leute. Wir müssen den immer hier locken. Oh, so wie ihn locken, der Boss. So komm individuell. Her. Komm, lauf doch, mein Lieber, hä? Was hältst du hier vorne, Alter, hä? Gefällt dir das? Zack, Finisher. Bam. Bam. Zum Glück ist der Scorpion erstmal nicht da. Dann wäre es noch schwerer. Okay, ja, der will's wissen, Alter.
Hi. Fällst du davon, ne? Gefällt dir das? Zack, nochmal ein Finisher hinterher. Bam. Bam, Junge. Der gibt ihm so feste Tritte, ey. Aber unsere anregenden Plaudereien im Kampf. Hi. Was machst du jetzt, wenn ich hier oben bin, hä? Was willst du machen? Tut mir fast leid. Tut mir fast leid. Noch ein Blät. Komm, renn doch, hä? Komm her. Oh, hast du Glück gehabt, Rhino, hä? Da hast du Glück gehabt, mein Lieber. Komm, aber jetzt renn doch, ja? Ja, komm her. Ja, komm her. Was hältst du hier von? Oha. Wow. Okay, da haben wir jetzt Glück gehabt. Ah, guck mal, sein Anzug ist schon voll am Leuchten. Hi. Bam, was hältst du davon, hä? Hiervon? Bam, bam. Bam, bam. Bam. Genau so, Alter. Okay, Rhino. Beenden wir das. Ah, ich hab schon gewusst, dass der Scorpion kommt. Darf uns jetzt nicht wieder treffen. Was passiert, wenn man ein 8-Tonnen-Baby einen Männerjob machen lässt? Bringen wir es zu Ende. Ach du Scheiße, Alter. So gern ich dich mag, Scorpion, man unterbricht andere nicht einfach. Das ist echt so, Alter. 2 gegen 1, das ist unfair. Gebettelt, dass er aufgibt. Ja, Gargan. Wo ist er denn? Wow, wo ist er? Digga, das ist jetzt schwer, beides gleichzeitig. Wie ein altes Ehepaar, ihr jetzt. Beiden. Wow, Alter. Oh Gott, das wird was werden, Leute. Egal, ich hab Bock drauf. Ich hab Bock drauf. Komm her. Nein. Wow. Scheiße. Oh nein. Oh nein, oh nein. Wow, wow. Digga, das ist jetzt echt schwer geworden, aber es macht Bock. Ich liebe solche Herausforderungen, Alter. Habt ihr schon einen Namen? Die schrägen 6? Das dreckige halbe Dutzend? Wow. Wir ermordeten Spider-Man und machten einen Bettvorleger aus ihm 6. Komm her, hä? Bitte, du hier, in deine Fresse, Alter. Bam, bam, bam. Bam. Oh Gott, da kommt jetzt noch Rhino dazu. Alter Schwede, nein. Gar nicht gut, gar nicht gut. Scheiße, scheiße, scheiße. Scorpion zu Boden bringen. Die Netze könnten helfen. Ja. Ich versuch's ja schon. Wo ist er denn? Wo ist er? Wow. Oh, Digga, die kommt von allen Seiten. Das ist echt nicht easy, Leute. Ich schwör's, echt bitte. Nicht easy. Von mir ist genug für alle. Digga, Digga. Ich schwör's, seht ihr das, Leute? Ey, jetzt reicht's aber. Jetzt reicht's aber. Verfickte Scheiße nochmal hier. So, komm her. Wir müssen zuerst Scorpion kriegen. Zack. Boah, Junge, wie wir die genommen haben. Und jetzt noch den Finisher hinterher. Stark. Und jetzt ausweichen, ausweichen, ausweichen. Wow. Fuck, fuck, fuck. Wow, wow. Rhino kommt aus seinem Anzug shit, raus. Alter. Was hat Octavius dir versprochen, Scorpion? Geld. Gargan hat keine Prinzipien. Er kämpft für Geld. Digga, das ist echt nicht easy, Alter, ne? Ich würde Spider-Man auch gratis töten. Das Geld ist ein Bonus. Hier, was hältst du davon, hä? Wow. Oh nein, Alter. Fuck, ein Leben. Gar nicht gut, Leute. Gar nicht gut, gar nicht gut, gar nicht gut, gar nicht gut. Was soll ich tun, Fisch? Digga. Alter, das bringt ja gar nichts, diese Scheiße gegen den. Der scheiß Scorpion, der fuckt mich da oben wenn ab, Alter. Wenn wir wegen dir scheitern, Gargar, siehst du, wie schmerzhaft der Anzug ist. Alter! Vielleicht zieh ich dich auch selber aus dem Anzug. Oh, oh, nein, links, rechts, Alter! Stück für Stück. Langsam glaube ich, ihr braucht mich gar nicht. Alter! Bekommt ihr beiden das alleine hin? Alter, verpiss dich doch mal. Wow, Alter, wie schnell! Digga! Das ist echt nicht easy, Mann. Das macht Bock, Leute. Der beste Endkampf bist du ja, wirklich. Digga! Dann ziel nicht auf mich! Wo ist der? Und jetzt komm her, Rhino. Komm her. Schnell. Nein, nein, nein. Digga, die sind zu stark gerade, ne? Das ist zu stark, wirklich. Pass auf, wo du stehst. Alter! Bruder, aber bei denen darf man das sagen, die sind richtig motiviert. Die sind richtig motiviert. Komm her, Rhino, komm her. Hier, hä? Bam, in deine Fresse. Mein Partner ist ein echter Vollidiot. Komm her, dann bam, bam. Und auf die Fresse, Alter, hier. Stark, Spidey, sehr stark. Ja, Digga, da konnte ich nicht mal ausweichen, ey. Eieieiei. Egal, wir kriegen das schon hin, wir kriegen das schon hin. Das ist ein Baba-Endkampf gerade. Oh, Rhino, wie süß bist du denn, mein Lieber, hä? Der Rhino, finde ich, der ist nicht schwer aufzuhalten. Der ist echt nicht schwer.
Wo ist er? Ach du Scheiße! Oh mein Gott! Digga! Digga! Gargan, was machst du denn? So. Oh, fuck, fuck! Backe Kuchen, du Depp! Hilf mir! Fuck, fuck, fuck! Ausweichen! Zack, zack! Gargan, pass auf, wo du hin bist, du Trottel! Oh, fuck, Alter! Fuck! Digga, was ein Kampf hier, Alter! Ich schwör's dir! Alter! Wow! Wow! Alter, wie der mich auf einmal angreift! Weil wir machen das sehr gut, Alter. Wir machen das sehr gut. Hier, was hältst du da? Oh nein, schnell! Nein, nicht da! Das andere, andere, nein! Genau da! Staff, genau so! Und jetzt gib ihm eine Bombe! Finisher, Finisher! Staff, genau so! Bam! Der hat gesessen, Alter! Oh fuck, weg, weg, weg. Der Rhino ist schon richtig am Glänzen. Wir müssen uns, glaube ich, zuerst den Rhino schnappen. Scheiße, ich sehe nichts mehr. Junge, Junge, komm von allen Seiten, Alter. Was ist los mit denen? Schmeiß das, kann man das nicht runterziehen? Fuck, fuck, fuck. Jetzt, Rhino, komm her. Schnell! Jawohl, der kann kommen. Jawohl, der kommt, der kommt, der kommt, der kommt. Finisher, Finisher. Das müsste sein Ende sein, das müsste sein Ende sein. Aber wie viel schluckt denn der Typ, Mann? Der schluckt so viel. Alter. Alter. Wow. Wo ist dieses Schwein, Alter, hä? Was hältst du davon, hä? Der hat gesessen, hä? Bam, 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 bam. Bam, wow. Oha, der ist tot? Was? Der ist tot? Oh mein Gott, Rhino liegt am Boden? Digga, als ob der am Boden liegt. Als ob, Alter. Wir könnten einfach aufhören. Heftige Scheiße. Krass, guck mal, Scorpion einfach am Boden. Wie süß, hi. Rhino ist betäubt. Jetzt setzt es Prügel. Jetzt, jetzt. Komm her, Alter, in deine Fresse, Alter. Meine Güte, was ein geiler Kampf das ist, Leute. Seid mir ehrlich. Krank. Einfach nur krank. Weißt du, was Octavius macht, wenn er von deinem Versagen hört? Versagt? Ich? Ja, du, du Freakshow. Oh, jetzt boxen sie sich gegenseitig. Oh, geil, Alter. Oh, da drin geht's jetzt ab. Verbringt mal ein wenig Zeit miteinander. Habt ihr euch vertragt? Ach du Scheiße, der hat die richtig auseinandergenommen. Oh mein Gott, was eine geile Mission, Leute, Alter. Gut, Yuri, damit wären es vier. Bleiben Octavius und Lee. Die werden wohl nicht so einfach sein. Die sind auch nur das halbe Problem. Die Teufelsatemfälle werden schlimmer und Oscorp zieht sich mit dem Antiserum. Die haben das Monopol und wittern jetzt wohl das große Geschäft. So ist er eben, unser geliebter Bürgermeister. Den Fall Teufelsatem übernimmt meine ganz eigene Spezialagentin. Junge Leute, das war eine geile Mission. Wir werden auf jeden Fall noch eine weitere machen, weil die letzte Folge von gestern nur 22 Minuten war. Ich versuche die Folge jetzt ein bisschen länger zu halten, auf jeden Fall. Auf jeden Fall werde ich heute die Folge ein bisschen länger halten für euch, Leute. Nur weil ihr es seid, Leute. Nur wegen euch. So, jetzt ist die Frage. Ja. Pete, hey, ich habe sämtliche Datenbanken des Landes durch. Wenn es dieses Teufelsatemlabor gibt, dann nicht offiziell. Man könnte wohl nur noch in Normans persönlichen Dateien nachsehen. Den Computer in seinem Büro habe ich schon durch. Meinst du etwa sein Penthouse? Sable hat dort überall Leute. Wenn die mich sehen, könnten andere Bewohner ins Kreuzfeuer geraten. Ich weiß, ich versuche unbemerkt hineinzukommen. Ich schleiche mich rein, finde das Labor und gehe wieder. Wenn etwas schief geht, kann ich Verstärkung rufen. Okay, riskant, aber wir brauchen die Position. Warte, bis ich in der Nähe bin, dann geht's los. Junge, dieser Kampf gegen Rhino und Dings hat richtig Bock gemacht, weil das nicht so ein einfacher Kampf war. Das war ein bisschen Herausforderung, muss man sagen. Okay, MJ, ich bin ein paar Blocks entfernt. Meld dich, wenn du Probleme kriegst. Oh, ich hab's gewusst. Ich hab's gewusst. Wir müssen jetzt nämlich wieder MJ steuern. Ja, das finde ich kommt vielleicht zur Zeit ein bisschen oft, aber ich fand das mit dem Miles war das richtig geil gerade gegen Rhino, weil da war dieses Nervenkitzel, so, der darf einen nicht erwischen. Vor allem dieser Rhino, dieses Danke, fette Pete. Monster. Wünsch mir Glück. Ich hab's gewusst, dass wir sie jetzt steuern müssen. Okay. Normans Penthouse ist im obersten Stockwerk, aber der Aufzug ist gesperrt. Vom Sicherheitsraum aus kann ich ihn entriegeln. Und Bürgermeister Osborn wirklich? Da ist der Sicherheitsraum. Ja, super. Aber die Wache sieht mich, wenn ich reingehe. Die Bewohner sind sauer.
Vielleicht kann ich das nutzen, um von mir abzulenken. Immer Sorge für eine Ablenkung. Wir gehen mal einfach mal hier hin. Ich habe meinen Inhalator vergessen. Ich habe gehört, manchmal darf... Ey, habt ihr die Stimme von dem gehört? Die Stimme von ihm ist einfach die Stimme von Nathan Drakes Bruder. Ey, das ist zu krass. Wie hieß denn der Bruder nochmal, Alter? Ich habe den Namen von dem Bruder vergessen. Wisst ihr noch den Namen vom Bruder? Alter, das ist zu krass. Uncharted 4. Ey, Nathan Bruder, wie hieß der denn nochmal? Sein scheiß verdammter Bruder. Wie hieß der denn, dieser Lappen, Alter? Sorry, Leute, aber Samuel Drake. Genau, Samuel. So hieß der, Samuel. Hört mal die Stimme. Man darf wieder nach oben, bei medizinischen Notfällen zum Hört Beispiel. Mal jetzt hin. Wirklich? Na los, reden wir mit der Security. Das ist zu krass, ne? Denn einfach die Stimme. Ey, Bruder, das ist zu krass, Leute. Sie uns nach oben. Ich habe einen medizinischen Notfall. Oh Mann, ich ersticke. Lassen Sie mich doch nach oben. Wir müssen für mehr Aufmerksamkeit sorgen. Ja, je länger wir hier stehen, desto eher holt uns diese Seuche. Halten geil ab Sie ins Wasser. Sich bloß vom Empfang fern. Guck mal, die Der Kerl hustet wie verrückt. Was? Die müssen uns nach oben lassen. Ja, wir sorgen jetzt hier gerade für eine richtige Randalation, Eskalation. Kommt mal her, ihr auch, hallo. Handelt uns nicht wie Tiere. Wenn ich krank werde, verklage ich Warum ist Osborn denn nicht hier unten? Ihm passiert sowas nie. Krass, einfach die Stimme. Der Bürgermeister und seine Freunde sind befreit. Einer der größten Spender durfte gleich wieder nach oben. Ich wusste es. Die gehören doch alle zusammen. Ist doch klar. Das sollte reichen. Wir machen jetzt einen riesen Aufstand hier. Jerry, komm raus, es gibt hier Ärger. Oh mein Gott, Nathan Drakes Stimme. Komm sofort hier raus. Der Sicherheitsraum ist offen. Ich muss nur noch ungesehen zur Tür kommen. Bleiben Sie bitte ruhig. Hör mal. Sable International ist mit der Kontrolle bald fertig. Das sagten Sie schon vor einer Stunde. Bitte bleiben Sie weg. Ich muss außen rum. Ja, es ist frustrierend. Aber denken Sie daran, das alles dient Ihrer Sicherheit. Ey, ich muss draußen bleiben wegen der Stimme. Nathan. Bleiben Sie bitte alle ruhig. Bitte. Macht die Augen zu und ihr denkt, es ist Nathan Drake, Alter. Unglaublich. Unglaublich, Leute. Wir sind drin. Als ob keiner von den anderen Leuten was sehen würde. Hallo. Ich kenne Sable Agents, denen du gefallen würdest. Oh, das ist natürlich sehr geil. Damit können wir gleich ein paar Leute schön zick, 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 bisschen schockern. Schockern, lockern. Oh. Viereck. Geil. Ich mag das Ding. Ich höre aber noch. Komm schon, dreh dich um. Warte, Köder. Was war das? Und hi. Brav. Sable bezahlt sicher die Unfallversicherung. Die Aufzugssteuerung ist im Sicherheitsraum. Hi. Neben. Hey. Mary Jane Watson, Superspionin. Entriegeln wir mal den Aufzug. Hat das Spiel eigentlich auch so Easter Eggs und so? Das würde ich auch mal gerne wissen. Ob man irgendwo zum Beispiel jetzt auf dem Bildschirm jetzt was sehen könnte, sowas auf irgendwas anderes hindeutet von Marvel oder sonst irgendwas, würde ich mal gerne wissen. Was hat das zu Geschafft. Bedeuten? Norman verzieht sich. Und der Aufzug ist entriegelt. Dann mal ab nach oben. Irgendwas wird aber noch passieren. So einfach geht's nicht. So, jetzt müssen wir da raus. Meint ihr das... Hä? Wo sind denn alle? Penthouse-Aufzug. Endlich. Oh nein. Norman und Sable. Oh. Moment! Scheiße! Fuck, ich dachte... Ah, fuck! Scheiße, die kamen mir einfach entgegen. Ich dachte, Bruder, wir spazieren mal rein. Guten Abend, was geht ab? Endlich. Ein bisschen aufpassen, ja? Norman und Sable. War ja klar. Findet den Alarmtechniker. Feuert ihn. Dummer, nutzloser Knopf. Nein. Oh mein Gott. Glück gehabt, ich schwöre es dir. Was ein Glück, ne? Digga. Das war gerade richtiges Glück. Pures Glück. Alter Schwede, ey. Mama mia, ey. Das Spiel macht so Bock, Leute. Also gerade dieser Endkampf, der hat richtig Bock gemacht gegen Rhino und Scorpion, Alter. Könnt ihr sagen, was ihr wollt. So, perfekt. Wir sind hier. Digga, so kann man leben, ne? Normans Schwester. Wachen haben sich verzogen. Wenn er hier oben etwas versteckt, dann finde ich es.
Digga, stell euch mal vor, ihr habt so eine Wohnung, Alter. Mein Gott, ist das die Maske? Was ist das für eine Maske? Ist das der erste Teil, weil der Norman Osborn, der war ja eigentlich dieser Kobold gewesen bei Spider-Man 1. Erinnert ihr euch an den grünen Kobold? Was ist das denn? Was ist das für eine Maske, Alter? Was kann diese Maske machen? Wow. Diese Maske ist unglaublich. Zeigt sie eine versteckte Tür in der Wand? Wo die wohl hinführt? Krank, Alter. Ich hab gedacht, das wäre jetzt irgend so eine normale Waffe. Waffe, sage ich schon, Maske. Die fabelhaften Osborn. Norman verabschiedet seinen Sohn. Wohl als Harry letztes Jahr nach Europa gegangen ist. Warum geheime Tastatur hinter dem Familienbild? Norman mag wohl Agentenfilme. Aha. Ich muss den Code für die Tastatur finden. Wir brauchen den Code, Leute. Der Code wird sicherlich nicht hier drauf sein, oder? Meint ihr, der wird hier drauf sein? Kann ich mir nicht vorstellen. Deshalb sollten wir uns mal... Vielleicht haben wir hier irgendwas? Grundriss der Wohnung. Jede Menge Platz hinter der Mauer mit dem Familienbild. Krank. Wer bitte lässt Platz in einer Wohnung in Manhattan ungenutzt? Wie? Das ist wie in dem Film, Leute. Da haben die auch diese versteckte Kamera gehabt. Sable zieht unten Leute zusammen. Ich glaube, Norman wird weggebracht. Hoffentlich sehen sie mich nicht. Damit könnte ich etwas zu tun haben. Bleib lieber weg. Ich sollte fürs Erste okay sein. Leute, Alter, Stefan, ihr habt so eine Aussicht auf New York, Alter. Ey, Digga, was eine Aussicht auf New York. Guckt euch das mal an, guckt euch das Wasser an. Ich komme nicht klar, Alter, ne? Ey, das sieht so krank aus einfach nur. Und hier dieser Sonnenuntergang und ey. Ich weiß echt nicht, was ich sagen soll, Leute, ne? Auftrag für ein Tastaturschloss. Offenbar ist Harrys letzter Tag der Code. Wohl der Tag, an dem Harry nach Europa geflogen ist. Ja, und wann war das? Okay, Harry, wir müssen jetzt rausfinden, wann Harry nach Europa geflogen ist. Das ist der Code für... Selbstdiagnose abgeschlossen. Oh, oh. Keine Fehler gefunden. Schutztüren geöffnet. Hä? Digga, guck mal, der Boden, wie das... Ey! Norman könnte jede Sekunde zurückkommen. Ich muss den Tastaturcode finden. Digga, das ist ein... Harrys letzter Tag. Das war letzten Sommer. Aber es war Juli. Oder August. Oder das ist... Harrys Tagebuch. Ey. Vielleicht finde ich da das Datum. Ey, sorry, Leute, aber ich komme halt echt nicht klar, Mann. Ey, was ist das, Alter? Ey, Leute, Mann, das ist so unfair, dass manche Menschen so leben dürfen, andere leben in Armut. Guckt euch das mal an, Digga. Was für eine Harry Küche. Harry sagte, dass immer seine Mom gekocht hat. Würde mich wundern, wenn Norman den Herd je berührt hätte. Das ist so riesig hier, ne? Norman hat Harrys Zimmer verriegelt. Es soll unberührt sein, wenn Harry zurückkommt. Aber wo ist der Schlüssel? Ey, Leute, Mann, ey, das sieht so krank aus, Digga, Alter. Das hatte ich vergessen. Die Osborns haben ja ein Wappen. Plus Motto. Pax in Bello. Frieden im Krieg. Muss ich dran denken, wenn ich jedes Weinbuch schreibe. Guck mal, diese Terrasse. Guck mal, den Pool da hinten. Ey. Ich komme gerade auf mein verficktes Leben nicht klar, wenn ich diese Wohnung sehe. Die Stadt ist im Notstand, aber Norman schafft es noch immer, dass für ihn gewaschen und geputzt wird. Was für ein Held. Ich will diese Wohnung komplett erkundschaften, Leute. Ihr sicherlich auch mit mir gemeinsam, oder? Digga, man kann draußen so heftig chillen. Das ist die heftigste Roomtour, die ich jemals gehabt habe in einem Spiel, glaube ich, ne? Deshalb bin ich auch gerade so fasziniert, ey. Ich bin gerade so krass fasziniert davon. Digga, dieser Raum riecht nach reichen Leuten. Ich frage mich, ob der ganze Wein von Normans Weingut im Burgund stammt. Digga, ich komme jetzt schon nicht mehr klar auf diese Wohnung. Ich weiß nicht, wo was war. Da reden wir jetzt komplett rum. Also, hier ist so ein Chillerbereich. Ja, diese Bücher und so würde mich persönlich nicht jucken. So, man kommt hier auf jeden Fall rein in die Wohnung, ne? So, hier ist man da reingekommen. Digga, als ob da keine Kameras, als ob man so easy da reinkommen würde. Kann ich mir nicht vorstellen, Alter. Okay, wir gucken uns jetzt mal die Wohnung. Hier haben wir ein riesen Wohnzimmer. Einige würden froh sein, wenn ihre Wohnung so groß ist wie dieses Wohnzimmer, ne? Und die haben noch hier so ein eigenes Essraum, diese Küche, eigenen Weinraum. Alter, eigene Terrasse. Das ist die heftigste Roomtour meines Lebens, Alter. Leute, so werde ich das Video auch nennen. Das krasseste Haus, die krasseste Wohnung der Welt. Guckt euch das mal an, mitten in New York. Digga, was meint ihr, was das kostet, Alter? Hi, Dad. Ich gehe gerade zu Dr. Michaels für die letzte Spritze vor der, großen Reise. Ey. Kommst du auch? Bringst du mir dann mein Tagebuch? Ey. Ich wollte mir Gedanken über den großen Bon Voyage-Tag
Ey. Ey. Digga. Das ist die krasseste... Mein Badezimmer ist größer als meine ganze Wohnung. Ey. Wie deprimierend. Wow, ich habe Harrys Stimme schon lange nicht mehr gehört. Er klingt so... müde. Hoffentlich ist das Tagebuch noch da. Ich sehe in seinem Zimmer nach. Digga. Ich habe den ersten Fehler vom Spiel. Den ersten richtigen Bug. Guck mal, das ist ein Spiegel, aber man sieht uns nicht. Ey. Digga. Leute, es tut mir leid, ne? Aber ich komme gerade echt nicht klar. Klar hat Norman einen Pool. In New York gibt es Ratten und Pizza. Aber keine Sonnenliegen und Drinks mit Schirmchen. Ey, guckt euch auch nochmal diesen Raum hier an, bitte. Guckt euch den Boden an. Alter, ein dicker Fernseher. Digga, ich würde die Wohnung genauso übernehmen, wie sie ist. Genauso und nicht anders. Ich war so eifersüchtig auf Harrys Familie. Sie waren so glücklich. Zumindest verglichen mit mir und meinem Dad. Ey. Aber als Emily krank wurde, wurde das alles ist anders. Ist die heftigste Roomtour, Mann, schau ich uns nur an. Jemals gesehen habe, so wirklich. Fett Harrys Zimmer. Abgeschlossen. Wo Norman wohl den Schlüssel hat. Alter. Ist mir scheißegal, wo der Schlüssel hat. Ich suche diese komplette Wohnung ab. Von mir aus überall. Alter. Digga. Sorry, dass ich so oft Digga sage, aber ich komme gerade abnormal nicht klar auf diese Wohnung, ne? Ich komme echt nicht klar, Digga. Sorry. Das ist unfassbar, Alter. Sagt mir, was ihr wollt. Es gab in keinem Spiel der Welt, sagt mir ein Spiel, wo es so eine krasse Wohnung gab. Norman und Otto. Wow. Sie waren wohl mal ziemlich gute Kumpels. Krass. Was hat eine solche Freundschaft nur zerstört? Ja, Mann, das frage ich mich auch. Was hat diese Freundschaft zerstört? Digga, das heftigste Bett, der heftigste... Harrys Mom, Emily. Wir haben ihn damit aufgezogen, das dass Foto er die ist hübscheste echt? Mom von Midtown nannte. Aber da ist der Schlüssel. War sie. Oh mein Gott, da war der Schlüssel. Habt ihr es gesehen? Da war der Schlüssel einfach. Da ist er. Treffer. Sicher der Schlüssel zu Harrys Zimmer. Krank, Alter. Warte, ich will die Wohnung noch zu... Hä? Noch ein Bad? Warte mal, ich komme gerade abnormal nicht klar. Warte mal. Wir sind doch gerade erst... Okay, nee, das ist derselbe Raum. Okay, wir kamen hier rein... Ich hab das gerade übersehen, ne? Guck mal, jetzt ist hier auch nochmal so eine Draußen-Terrasse. Ey, diese Wohnung ist viel zu groß, Leute. Das braucht doch kein Mensch. Das braucht kein Mensch. Herzlichen Glückwunsch, Schatz. Bin auch verspätet. Es war ein hektischer Monat. Hat Harrys Mom zu seiner Geburt gepflanzt. Alter, was ein Balkon. Nach ihrem Tod legt Norman wohl großen Wert darauf, sich darum zu kümmern. Wunderschön. Ey, hier musst du Multimillionär sein. Ich habe jetzt die komplette Wohnung angeschaut, Digga. Guckt euch allein dieses Wohnzimmer an, ne? Das ist die heftigste Roomtour meines Lebens, Alter. Wirklich. Ich habe noch nie so ein krasses Haus gesehen, ne? Ich bin froh, dass sie es mir im Spiel gezeigt haben. Wirklich. Ich bin so froh, das gesehen zu haben, dieses Haus, ne? Ey. Wir haben jetzt alle Ecken. Wir konnten leider nicht in alle Türen rein, aber... Guck mal hier, Badewanne hier. Da alles. Guck mal, stell dir vor, du gehst baden und hast einfach diesen Ausblick, Alter. Ey. Das ist nur eins von diesen Zimmern, ne? Ey, da kannst du die heftigsten kannst alles machen, was du willst, ey. Sorry, Leute, es tut mir leid, aber ich muss diese Wohnung so genau erkundschaften. Das ist nicht für Harry, oder? Aha. Was ist das denn für ein Zimmer? Rechtsbücher. Harry will Umweltanwalt werden. Wie seine Mutter. Für wen ist dieses Zimmer, Leute? Warum hast du uns denn nichts davon gesagt? Oh mein Gott, wer ist denn hier krank, Alter? Warte, wir gucken uns mal ein bisschen genauer hier um. Tabletten haben wir ja gesehen. Finde den Tastaturcode. Ja, vielleicht steht er ja hier drauf irgendwo. Harrys Tagebuch. Der letzte Eintrag ist vom 18. Juli. Das muss der Code für das Zimmer sein. Ja, 18. Juli. Wir haben den Code. Oh mein Gott, da kommt jemand. Digga, wenn man sich nicht verstecken kann, dann sag mir, wo. Bevor wir wo hier sonst? Verschwinden, brauchen wir einen Plan. Hier! Du bleibst hier. Das Antiserum ist fertig und ich werde die Produktion überwachen. Sie werden ohne mich komplett angreifbar sein. Ich scheine mit dir komplett angreifbar zu sein. Ich gehe allein. Ende der Diskussion. Lass Team 2 auf Standby. Ich gehe an die Luft. Oh Gott. Pete, Normans Heilmittel ist bereit.
Er geht zum Labor, in dem es ist. Kannst du ihm folgen? Das würde er bemerken. Jemand hat Sable heute was in den Kaffee getan. Ihre Männer sind auf Super-Alarmstufe rot. Gut, dann bleib bereit. Ich hab den Ort schon fast. Setze Sektorüberprüfung fort. Zur Hölle war das... Zentrale, ich hab was gehört. Geh auf Patrouille. Nichts. Sektor ist sauber. Nein. Was? Wer ist da? Aber als ob der das nicht sehen würde, wenn ich das so schmeiße, sag mal ehrlich. Was war das? Wer ist da? Hast du mich nicht gesehen? Verpiss dich. Oh oh. Fuck, was mache ich denn jetzt hier? Hallo? Wie komme ich denn jetzt? Ich sehe nichts. Kommt der hier rein? Okay. Oh oh. Digga, verpiss dich. Oh nein. Als ob der jetzt hier hinkommt. Moment! Digga! Ey, die sind ja so schlau programmiert, ne? Ey, ich glaube, wir können ihn sogar tasern, oder? Wir haben dieses... Ja, guck mal. Wie dumm ich einfach bin, ne? Ich bin so dumm, Leute. Es tut mir leid, ey. Einfach alle tasern. Junge, Junge, wie easy, Alter. Was zum Teufel? Mann getötet! Mann getötet! Was war das? Ja, was war das hier? Das war das. Hier in dein Arschloch rein. Arkadasch. Weiter, 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 komm. Oh, fuck. Warte. Schmeiß das mal hier hin. Damit der abgelenkt ist. Packe ich mir den. So, dann renne ich hoch zu dem. Und der kriegt von mir nochmal einen. Mal ganz easy, Alter, ganz easy. So, jetzt haben wir nämlich das scheiß... Foto hier und können das jetzt machen. Okay. 18. Juli. Bingo. Ja, aber als ob die das nicht sehen werden gleich, Alter. Oh mein Gott, guckt euch das an. Super gruselig. Alter. Ich muss herausfinden, wo das Teufelsatemlabor ist. Hier drin muss doch was Nützliches sein. Ja, hier muss auf jeden Fall was sein. GR27 Forschungstagebuch. Das Projekt geht den Bach runter. GR27 ist ein Heilmittel, keine Krankheit. Aber sag das mal den Nachrichtenleuten. Sie haben diesen morbiden Spitznamen aufgeschnappt, Teufelsatem, und benutzen ihn, um Hysterie zu schüren. Sie haben doch keine Ahnung, wozu es fähig ist. Ein Heilmittel für Krebs, Erbkrankheiten, Geburtsdefekte. Mit nur etwas mehr Forschung könnten wir es perfektionieren. Stattdessen darf ich die nächsten 18 Monate die Wogen glätten. Was für eine Zeitverschwendung. Der Teufelsatem ist keine Krankheit. Es sollte ein Heilmittel sein. Das ist ja unfassbar. Das ist zu krass, Alter, ne? Heftig. Spinnen? Will Norman Peters Fähigkeiten rekonstruieren? Die Beschriftung dieser Käfige. Oh mein Gott. Bioelektrokinese. Optische Tarnung. Was will er hier erschaffen? Der Typ hat einfach Geld wie Heu, ne? Ich glaube, das hier wird heute das 1-Stunden-Special, Alter. Wow. Das ist die krasseste Norman Folge. Norman gewinnt den Preis für die schickste Karte. Sieht nach Upper West Side aus. Krank, was ist das denn jetzt hier? Heftig, ey. Guck uns mal weiter um hier, was es hier so alles gibt. Was ist das hier? Prototyp-Handgranaten? Vielleicht sehen wir auch jetzt hier schon ein bisschen so die Geburt von dem Kobold. Ich weiß es nicht. Das bin mir nicht so ganz sicher, wie die Story hier aufgebaut ist. Aber guck mal hier. Hier von der Mutter und von Harry sehen wir das hier alles noch so. Und hier haben wir auch noch mal was. Norman ist so richtig der verrückte Wissenschaftler. Digga, was ist hier drinne? Alter Schwede, ey. Das ist schon krank, ne? So, wir haben uns jetzt lokalisiert, das Biotech-Labor. Haben wir? Wir haben uns ja eigentlich schon alles hier in Ruhe jetzt angeschaut. Das haben wir uns angeschaut. Den Zettel haben wir uns noch nicht angeschaut. Den können wir uns mal vielleicht an. Ne, geht auch nicht. Vielleicht müssen wir uns das hier anschauen. Das ist wohl eine Karte der Upper West Side. Ich glaube, wir sollten uns das jetzt alles hier kurz. Wir sollten kurz warten, bis das lädt. Und uns dann das alles anschauen. Vielleicht wird ja irgendwas uns gerade gleich gezeigt, was wichtig ist. Das weiß ich natürlich nicht. Deshalb gucken wir uns das erstmal alles hier in Ruhe an, Leute. Ah, das können wir auch untersuchen. Anscheinend verfolgt Norman Dr. Michaels Position. Gruselig. Aber das ergibt Sinn. Michaels ist Leiter von Projekt Teufelsatem. Ah, okay, haben wir noch Oscorp-Gebäude? Das ist alles im Besitz von Oscorp. Krass, wie viel von New York denen gehört.
krank, Alter. Standorte von Sable-Truppen sind in der ganzen Stadt stationiert. So finde ich das Teufelsatemlabor. Es muss ein Oscorp-Gebäude mit jeder Menge Sable-Schutz sein, das von Dr. Michaels besucht wird. Alter Schwede, ey, das sieht schon krank aus. Wir gucken uns mal alles an. Ich suche ein schwer bewachtes Oscorp-Gebäude, das... Nein, das ist nur eine Sek. Keine der Streifen folgt Dr. Michaels Weg. Ich muss Michaels verfolgen. Michaels, okay. Dr. Michaels leitet das Teufelsatem-Team. Wow, das sind viele Datensets. GR27, das ist der Codename für Teufelsatem. Das ist es. 10. Ecke Cathedral. Ist das... Ey. Ich dachte, ich habe jemanden gehört. Wusste ich's doch. 10. Ecke Cathedral. Oscorps Datenzentrum. Das perfekte Versteck für ein geheimes Biotech-Labor. GR27, Vorfall Martin Lee. Was ist das? Oh mein Gott. Und wir nehmen auf. Ich bin gleich nebenan. Jetzt entspann dich und lass die Medizin wirken. Oh mein Gott. Oh mein Gott, Lees Mutter. Ich dachte, das sei nur eine Beratung. Der Junge schien bereit. Ich gehe da rein. Nein, das geht nicht. Es ist zu spät. Was haben die da gemacht? Oh mein Gott! Oh mein Gott, so wurde Martin Lee. Was hast du getan? Zu diesem Wesen. Oh mein Gott! Norman und Otto. So fing alles an. Krank, Alter. Sie erschufen Lee. Ich muss das haben. Was? Wer ist da? Oh mein Gott, diese Spinne, Alter, bist du so erschrocken, Alter. Fuck! Komm schon, komm schon, komm schon. Hey Leute, was ist das für ein 1-Stunden-Special? Das ist zu krank, Alter. Oh nein. Oh nein. Oh nein! Digga, ich würde schreien. Guck mal, diese Spinne, wie die aussieht! Ein Eindringling. Schlagt Alarm. Digga, mach diese Spinnen weg. Boah, Digga, ich würde gar nicht drauf klarkommen. Ich würde gar nicht drauf klarkommen, Leute, ey. Ich muss kurz die Türen aufmachen. Ich habe das Labor gefunden. Und noch viel mehr. Wie weit weg bist du? Ja, ich muss jetzt kurz bei meinem Vater die Tür aufmachen. Der muss ins Bett. So, Leute, mein Vater ist jetzt schlafen gegangen. Ich muss jetzt leider leise reden. Aber ja. Jetzt geht es weiter. Hör zu, Alter, das ist zu krass gerade hier. 2 Straßen weiter. Ein Wort und ich bin da. Super. Mach dich schon mal bereit. Okay, Leute, jetzt müssen wir ganz leise vorgehen. Sorry, ich weiß jetzt nicht, ob die Lautstärke alles passt, aber es sollte alles passen. Ich dreh verdammt nochmal gleich durch, ey. Den anderen brauchen wir gar nicht ausschalten. Wir können uns einfach den hier packen. Direkt den hier. In sein Arschloch. So, den haben wir schon mal. Die da hinten, die jucken uns doch nicht. Ah, fuck, wir müssen da durch, okay. Können wir auch hier durch? Aha. Da müssen wir hin. Ich pack mir den von hinten. Zack, easy. Krass, ne? Meint ihr, das sind welche? Oder eher nicht? Dum 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 dum. Oh, fuck. Eieieiei. Scheiße. Bleib hier. Komm her, hallo. Nein, das hätten wir nicht so machen sollen. Das war dumm. Digga, wie dumm. Das war schlau, das war sehr schlau, Alter. Was laber ich da? Aha, in sein Arschloch. Ah, Bruder, komm. Oh, oh. Hey, Duken. Hallo? Hallo? Was war das? Schnell, schnell, schnell. Boah, war das knapp, Alter. Schnell. Eieieiei, also wir gehen jetzt einfach mal hier durch. Das ist nämlich eine kleine Abkürzung vom Rilla Peter. Oder? War das jetzt gut oder nicht so gut? Ich weiß es nicht. Der Balkon muss frei sein.
Easy haben wir. Klack. Let's go, Leute. Let's go. Oh, oh. Spidey. 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 Wo bist du? Pete, bist du da? Bin an der Lexington. Alles okay? Nur noch ein paar Sekunden. Nordwestliche Ecke. Oh nein. Digga, ist sie dumm? Bereit? Oh mein Gott. Zu spät. Du bist dran. Oh mein Gott, Alter, die riskiert einfach. Die ist so dumm, ne? Was macht die da? Oh, wieder kommt. Wow. Alter. Du bist irre. Du bist unglaublich. Boah, das war das perfekte Thumbnail-Foto für das 1-Stunden-Special, Alter. Das ist zu krass. Junge, Peter Parker alias the Motherfucker. Zu krank, Alter. Das ist zu krank, was hier heute abgeht. Seid mir ehrlich, Leute. Also, wenn es jetzt von der Mission zu Ende gewesen ist, dann kommt auf jeden Fall noch eine weitere, damit wir das 1-Stunden-Special vollkriegen. Ich hab's euch versprochen. Wir gucken erstmal, was jetzt passieren wird. Boah, der Anzug sieht doch Baba aus. Das überfordert mich. Harry krank. Norman und Lee. Und Dr. Octavius. Und Tante May. Alles meine Schuld. Oh, jetzt geht das wieder los. Du bist nicht mehr allein, Pete. Miles und ich kümmern uns um Feast. Du findest Norman und das Heilmittel. Danke. Partner. Gebt euch doch einen Kuss, verdammte Scheiße. Mein Gott. Der Anzug ist so geil, ne? Ich feier den abnormal. Der sieht so pervers geil aus irgendwie. Ich feier den. Oh nein. Ach du Scheiße. Nicht, dass das irgendwas Schlimmes zu bedeuten hat, Leute, Alter. Nicht, dass das irgendwas Schlimmes zu bedeuten hat, ey. Fuck. Junge, 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 ey. Neue Stufe. Wir sind 33, Alter. Ich glaube, wir widmen uns langsam immer mehr und mehr dem großen Finale, Leute. Hab ich das Gefühl. Irgendwas sagt mir das. Ich muss mir das Antiserum holen und das Ruder herumreißen. Man muss doch irgendwie zu Lee und Otto durchkommen. Sie von diesem Rachenfeldzug abbringen. Sie haben beide so viel Gutes getan. Sie können das nicht wegwerfen, nur um Norman die Stirn zu bieten. Okay, Leute, ich würde sagen... Okay, Norman will sich das Antiserum holen. Ich informiere Yuri. Okay, wir fliegen da auf jeden Fall jetzt mal hin. Hoffentlich was Gutes. Ja, Oscorp hat jetzt ein Antiserum. Ein Heilmittel? Oh, Gott sei Dank. Wie schnell kriegen wir es zu den Leuten? Das will ich gerade herausfinden. Das Labor ist Ecke 10 und Cathedral. Halt! Ich erfahre gerade, dass da ein Helikopter abgestürzt ist. Oh nein. Ist das Normans Helikopter? Oh mein Gott. Ich würde ja Officer schicken, aber ich habe keine. Ich kümmere mich darum. Das hier ist bald vorbei. Versprochen. Oh mein Gott, das hätte ich gar nicht gut gemacht. Aber das mit Harry, dass er krank ist, ist schon heftig, Leute, oder? Seid mir ehrlich, ey. Das ist schon krank. Das wussten wir ja vorher gar nicht, ne? Niemand wusste das. Wir fliegen dahin, Leute, bis gleich. Okay, Leute, wir sind da. Jetzt bin ich mal gespannt, was jetzt passieren wird, Alter. Die letzte Mission für das heutige Let's Play. Der wird nicht so einfach sein wie die anderen. Das kriegen wir niemals so einfach hin. Aufmachen. Ach du Scheiße. Digga, der zerstört einfach alles. Die haben Oscorp in Gewahrsam. Digga, das ist gar nicht gut, Leute. Das ist gar nicht gut, verdammt. Ich muss die Dämonen erledigen, bevor ich Lee ins Labor folgen kann. Schalten wir die Schützen aus. Okay, Leute. Jetzt geht's los. Gute Nacht. Ich mach ein bisschen... Komm, Leute, sollen wir ein bisschen Action machen? Oder wollt ihr, dass wir Spidey, dass wir schön hier auf Undercover alles machen, hä? Was wollt ihr? Worauf habt ihr Bock, Leute? Undercover oder Action? Vielleicht würde es sogar länger als eine Stunde gehen. Wir müssen den zuerst holen. Digga, es sind zu viele, ey. Schlaf schön. Und den holen wir uns auch noch. Hi. Bam. Easy going. So, jetzt holen wir uns mal die anderen Schützen da, Leute. Warte, wie machen wir das am besten? Wir ziehen uns mal einfach mal so rüber. Klack, hi. Guck mal hier. Hallo, die freundliche Spinne aus der Nachbarschaft ist da. Hi.
Und hi. Na, alles klar? Ich muss schnell durch diese Dämonen kommen, bevor Lee sich das Antiserum schnappt. Ach, alles cool, Spidey, alles cool. So, den haben wir auch. Müssen immer schön auf der Karte gucken. Bam, den haben wir auch. Bleib ruhig, mein Kleiner, bleib ruhig, bleib ruhig. So, ich will die 10.000 Likes sehen auf diesem Video. Oh, fuck. Hol dir erstmal den. Was? Wir konnten die alle davon mitbekommen. Egal, das ist eh kein Problem. Sollen die davon mitbekommen? Hä? Alles klar? Bam. Puh. Der hat gesessen. Hi. Oh. Okay, der ist motiviert. Der ist motiviert. Hi. Was hältst du davon? Hä? Was hält ihr alle davon, hä? Sable? Die hat die Agency ausgeschaltet. Die regeln gar nichts mehr. Du wurdest gewarnt. Ist das dir ernst, Alter? Alter, der ist richtig motiviert. Okay, der will's wissen. Digga, der fuckt mich so ab, der Typ, ne? Weg. Digga, was soll das, Alter? Will der mich verarschen? So, hier. Bam. Komm her. Bam. Boah, die haben mich platt gemacht, ohne sonst was, ne? Das war zu krass, Alter. Ich wette, diese Typen suchen keine neuen Freunde. Oh nein, Alter. Scheiße. Ich hätte eure Männer getötet. Das soll wohl ein Witz sein. Hi. Boom. Easy going. Haben wir. Na? Bam. Hi. Oha. Okay. Okay. Mama, was ist denn los mit denen, Mensch hier? Hä? Hier kriegst du einen Finisher. Bam. Den haben wir ganz easy, ja? Na? Ich muss mich beeilen und reingehen. Hi, hi. Ah, komm, das machen wir jetzt hier. Let's go, let's go. Ich hoffe, dass ich nicht zu laut bin, Leute. Es tut mir leid, wenn ich ein bisschen zu laut bin. Alter. Wow. Das ist gerade echt nicht so easy, wie ihr denkt. So. Alter, wird gesessen. Scheiße, scheiße. Wow. Alter. Wenn Sable doch nur ein Einsehen hätte. Wir sollten im gleichen Team spielen. Das ist echt so, ne? Ey, wir sollten echt im gleichen Team spielen. Warte mal, komm jetzt. Jetzt reicht's aber hier. Vielleicht kriegt erstmal schön Finisher. Oh, fuck, Alter. Was ist das denn, ey? Nein. Mein Leben. Digga, ich will nicht sterben. Ich will nicht sterben. Nein. Ey. Nein. Leute, mein Leben ist am Arsch, ne? Fuck. Und schmeiß es auf den. Wow. Digga, das ist heftig, krass. Wie? Das ist nicht easy. Digga. Sind die Kerle einfacher zu erwischen. Digga, er hat mich bekommen. Ich fass es nicht. Nein, Alter. Mann. So, Freunde, wir haben alle auseinandergenommen, Alter. Meine Güte. Und Sable erledigt. Ab nach drinnen zu Lee. Aber wie er schon sagte, man sollte echt sich zusammentun. Der und dieses Sable, Alter. Das ist unnötig, wie die es machen. Warum kämpfen die gegeneinander, wenn die sowieso das beide dasselbe wollen, ne? Sie will Oskorp verteidigen und er will auch, dass es der Menschheit gut geht und da nicht so viele unschuldige Menschen sterben und sowas, ne? Deshalb check ich das nicht, Leute. Warum bist du so schwer? Ach du Scheiße, Alter. Was ist da drinnen für eine Macht? Oh mein Gott. Ach du Scheiße. Oh mein Gott. Du belästigst meine Leute, zerstörst meine Ausrüstung, kostest meinen Kunden Millionen. Gib mir einen Grund, warum ich dich nicht umlegen soll. Okay, wir mögen einander nicht sonderlich. Aber Lee hat deinen Kunden da drin im Gebäude. Und er bringt ihn um, wenn wir nichts dagegen tun. Wir können gegeneinander kämpfen oder gegen Lee. Aber nicht beides. Boah, gutes Argument, Alter. Sehr gutes Argument. Boah, jetzt im Tag-Team, Leute, das ist das krasseste 1-Stunden-Special, Alter. Sind wir uns einig? Du hilfst mir, Norman zu retten. Und danach keine Versprechen. Okay, gut. Die ist außer Kontrolle. Oh, oh mein Gott, so ganz... Du, Osborn. Ich rede mit ihnen. Oh, wir sind gut. Meint ihr, die kriegt das hin? Boah, Digga, das sieht ja mal so krass aus hier. Das ist das Ende. Es reicht jetzt. Boah, Bossfight gegen Lee, Alter.
Ey Leute, wisst ihr, von wem Spider-Man die Stimme hat in dem Spiel? Von Anakin Skywalker aus Star Wars, Alter. Das ist zu krass, einfach Anakins Stimme, ey. Überlegt euch das mal. Oh mein Gott. Digga. Was ist das für ein Serum? Was ist das für eine Macht? Okay, Leute, so, jetzt versuchen wir das Ganze nochmal neu, indem wir uns einfach da reinziehen in den Aufzugsschacht oder was auch immer das ist. Das ist Wahnsinn. Digga. Ich muss zu dem Martin Lee durchkommen, den ich kenne. Der Fiest aufgebaut hat. Ist echt so, der hat Fiest aufgebaut, da wo unsere Tante mit drin ist. Überlegt euch das mal. Wo die Tante May drin ist. Der ist zum Bösen mutiert. Die Frage ist, wo wir lang müssen, ne? Ich glaube da, ja. Boah, Junge, das sieht so krank aus hier, ne? Jetzt geht's abwärts. Alter. Wo geht's denn da runter? Wollen wir einfach da reinspringen? Kehrungsbahn. Das ist zwischen mir und Osborn. Heilige Scheiße, Alter. Ich weiß von dem Unfall. Ich weiß, was mit ihren Eltern passiert ist. Der Unfall? Du klingst so klinisch wie Osborn. Der muss das wahrhaben, was wir ihm sagen. Meine Eltern starben wegen mir. Wegen dem, was Osborn mir angetan hat. Sie sind mehr als ihre Vergangenheit. Machen Sie sich frei davon. Ich habe so sehr versucht, meine Eltern stolz zu machen, ihr Andenken zu ehren. Doch um sie wirklich zu ehren, muss Osborn Gerechtigkeit widerfahren. Ich kann das nicht zulassen, Martin. Hört mal diese Musik. Digga, das ist alles so krass gemacht von diesen Effekten und so. Wisst ihr, was das für eine Arbeit ist? Verfickte Scheiße nochmal. Das ist unfucking glaublich, Alter. Unglaublich, Leute. Unglaublich. Und perfekt. Freitag ein 1-Stunden-Special, ne? Sie befeuern seine Macht. Oh mein Gott. Digga, das ist so schlimm. Augenblicke zuvor. Heilige Scheiße. Das ist die einzige Probe. Nein! Nein, Martin! Ich sagte doch, es tut mir leid. Es war ein Unfall. Ich wollte dir helfen. Du hilfst Menschen nicht. Du benutzt sie. Oh mein Gott. Martin! Das bringt ihre Eltern nicht zurück. Augenblicke zuvor war das. Unbedingt retten! Ich möchte Sie retten, Martin! Rache ist keine Lösung! Kämpfen Sie! Digga, der rastet gleich komplett aus. Junge, der Typ hat so eine Macht, ne? Diese Macht ist unglaublich. Boah, Leute, heute gibt's noch den dritten Bossfight, Alter, ey! Wow! Muss bestraft werden. Wow. Sein Krebs infiziert diese Stadt schon zu lang. Führen wir Osborn wahrer Gerechtigkeit zu, aber nicht mit ihren Mitteln. Ich höre niemals auf. Wow. Was ist los mit dem, hä? Mit seinem scheiß Schwert, Alter. Denkst du, du bist Jet Li oder was? Hä? Was ist los mit dem, Alter? Ich weiß, der denkt echt, der wäre Jet Li oder so. Hä? Schneller, schneller. Bam, bam. Oh mein Gott, man konnte sein altes Ich sehen. Habt ihr es gesehen? Man konnte einfach sein altes Ich sehen von Martin Lee. Und boom. Oha. Eins. Seinen eigenen Stein müssen wir den angreifen, Leute. Guck mal, jetzt achtet auf den. Der wandelt sich wieder zum Normalen. Das sind nicht Sie!
bin ich, genau das! Oh Gott. Nein, das bist du nicht, Martin. Boah, Digga, das Spiel ist so krank, Alter. Ah, die machen ihn jetzt platt, Alter. Ja, bisher ist er nicht so krass stark. Ich finde ihn okay, aber jetzt auch nicht so stark. Hi. Na? Na? Jetzt bist du erschöpft, ne? Jetzt bist du erschöpft, ne? Das bist du, Martin. Das, das. Osborns Verbrechen gehen auf dein Konto. Wow. Puh. Bruder, was ist los mit dir, hä? Wow, Alter. Da müssen wir rüber springen. Warte, warte, warte. Oh. Wow. Wow. So, was hältst du davon, hä? Oh. Shit. Guck, er kommt wieder zu sich. Er ist besessen von dieser Macht. Kämpfen Sie, Martin! Kämpfen Sie dagegen an! Nein! Osborn muss leiden! Ach du... Was ist das denn? Was zur Hölle? Digga, was ist das denn? Sie können den Dämon besiegen. Scheiße. Den Dämon besiegen? Ich bin der Dämon. Fuck. Wow. Wow. Bam, bam, komm her. Das ist keine Chance, Martin. Ein echt großer Dämon. Wow. Großer Dämon. Wow. Scheiße, schnell. Bam, bam, bam. Bam. Boah, nett gesessen, Alter. Boah. Du kannst dir ein Grab mit Osborn teilen. Und hier, was hältst du davon, hä? Ach du Scheiße, hätte ich nicht gedacht, dass er den macht. Bam, was hältst du davon, hä? Schwach, Martin. Sehr schwach. Ich hätte mehr von dem erwartet, Leute. Bin ich ehrlich. Ja, hol doch deinen scheiß Dämon raus. Der wird dir eh nichts bringen. Der wird dir eh nichts bringen, hä? Kriegst lieber den von mir in deine Fresse rein. Hä? Was ist los, hä? Wow. Okay. Schnell zu dem. Bam. 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 Reicht. Du hast keine Chance, Martin. Das will ich hoffen. Wow. Fuck. Oh Gott, Alter, was sind das denn jetzt für krasse Kriege auf einmal? Okay, Martin macht ernst, Leute. Merkt ihr das? Er macht ernst. Bam. Müssen die erstmal alle platt machen hier, Alter. Scheiße. Wow. Ich will kein einziges Mal sterben, Alter. Ich will nicht sterben. Digga. Das ist zu krass, ne? Schnell zu dem. Bam, dein Wille bam, ist bam, als deiner. Bam. Das werden wir ja sehen. Scheiße, Alter. Nicht nachlassen. Er ist fast erledigt. Ja. Nein. Alter. Bam. Kriegst du auch nochmal Finisher von mir. Jetzt zu Martin. Schnell. Bam. Genau so. Sehr stark, Spidey. Jawohl. Komm. Oh mein Gott. Komm, Spidey! Boah, der hat gesessen, Alter. Das ist krank. Das ist zu krank. Digga, verdammte Scheiße, ey. Osborn muss dafür bezahlen. Ich weiß. Aber das ist der falsche Weg, Martin. Oh mein Gott. Wisst ihr, wer das ist? Oh nein. Octavius. Nutzlos. Ach du Scheiße.
Wow! Nein, nein! Oh mein Gott, Alter. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Otto? Das ist zu krank, das ist zu krank. Dein Gesichtsausdruck. Du glaubst gar nicht, wie befriedigend das ist. Bereit für deinen letzten Akt? Oh mein Gott, Spidey ist tot, Alter. Guck dir mal das Blut an. Hey. Hey. Wo ist Otto? Weg. Aber das ist jetzt nicht dein Problem. Er muss ins Krankenhaus. Nein, kein Krankenhaus. Feast. Zu krank, Freunde. Und ja, an dieser Stelle würde ich sagen, war's das vom 1-Stunden-Special. Wirklich eine kranke Folge. Die ging über eine Stunde. Über eine Stunde. Und ja, Freunde, ich hoffe, ihr wisst das zu schätzen. Ihr wolltet ein 1-Stunden-Special. Jetzt habe ich das sogar in die Länge gezogen für euch. Und genau hier werden wir morgen weitermachen. Nehmt den Like-Button auseinander. Ich will sehen, dass ihr die 10.000 Likes voll macht dafür, dass ich mir so viel Mühe gegeben habe für dieses Night-Special. Unter anderem auch mitgemixt. 1-Stunden-Let's Play. Ja, Freunde, dazu kommt noch The Walking Dead heute. Ja, es ist krank. Ich wünsche euch viel Spaß noch morgen. Lasst einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal, checkt meinen Booster-Level ab aus in der Beschreibung. Und damit würde ich sagen, das war's vom 1-Stunden-Special. Haut rein und ciao!